Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal, wie man diese Teelichthalter macht. Einfach aus einem Glas, etwas Transparentpapier und Farbe, beziehungsweise auch noch eine Heißklebepistole. Und ich habe das bei einer englischsprachigen YouTuberin gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich werde es hier unten einblenden und natürlich auch verlinken. Und ja, ihr braucht ein Glas, Farbe, die gut deckt, eine Heißklebepistole, Transparentpapier in der Farbe, die euch gefällt, und ja, das war es eigentlich schon. Also natürlich noch Kleber, um das Papier auch auf das Glas zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich werde das Glas einfach in Zeitraffer machen. Ihr seht ja, was ich dann mache. Und ja,